Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe von Ausgepackt, der Unboxing-Rubrik hier auf grex-rpgheaven.de. Entweder was aus dieser Richtung, wo sich mein Regal befindet, wenn wir uns heute anschauen aus meiner Sammlung, oder was der Postbote zu mir gebracht hat. Und diesmal war der Postbote aktiv mit zwei Games, die schon ein bisschen länger draußen sind, gerade aber wieder in die News gekommen sind. Denn der Sega Saturn, ja, da gab es viele schöne Spiele, auch viele schöne Spiele, die nicht im Westen offiziell rausgekommen. Den ersten Teil besitze ich, den zweiten Teil jetzt auch. Dragon Force Nummer 2 für den Sega Saturn. Wer Dragon Force nicht kennt, das ist ein Strategiespiel. Das gab es, wie schon erwähnt, auf dem Sega Saturn. Später eine Umsetzung auch für PlayStation 2. Und den allerersten Teil, den besitze ich seit einiger Zeit auf dem Saturn. Damals bereits, wann habe ich ihn mir geholt? So Anfang der 2000er muss es gewesen sein, als ich meine Sammlung ein wenig aufgestockt habe. Und das ist ein ziemlich cooler, einzigartiger Titel, das Original Dragon Force. Denn man könnte denken, du hast ein Rollenspiel vor dir mit schönen Anime-Porträts und viel Story, die gemacht wird. Aber die Kämpfe selber, die haben einen ziemlich eigenen Touch gehabt. Man hat eine, ja, man, ich weiß nicht, ob man es hier in den Screenshots gut erkennen kann. Die sind wahrscheinlich ein klein wenig dann zu winzig im Handbuch, aber immerhin dick und farbig, so schön, da konnte man sich drauf verlassen bei den japanischen Saturn-Spielen. Man hat so eine Seitenansicht gehabt, wie, ja, man kann es ein bisschen vielleicht vergleichen mit Advance Wars oder Fire Emblem, aber eben nicht diese eine Einheit gegen eine andere oder nur eine Person gegen eine andere Person, die kämpft. Übrigens schön, ich habe knapp so 15 Euro dafür ausgegeben und die Disc ist eigentlich neuwertig, das Handbuch ein bisschen angegriffen, aber das Ding ist ja auch schon seit, ja, 98 draußen, also schön fett 17 Jahre alt oder 16, doch 17 Jahre alt insgesamt. Ja, und das Strategiegame war eben, dass man so eine Art große, epische, fast schon Mini-Massenschlachten hatte, die man von der linken und der rechten Seite gegeneinander aufeinander zugestürmt hat und das war eben eins der cooleren Games für den Saturn gewesen. Der zweite Teil lange Jahre nur in Japan eben erhältlich, jetzt zwar auch noch, aber gerade frisch rausgekommen ist eine Fanübersetzung, die sich daran gesetzt hat, die Texte von Dragon Force 2 zu übersetzen. Da haben wir gesagt, okay, wenn die Gelegenheit da ist, so viele Fernübersetzungen für den Sega Saturn mit Ausnahme der angefangenen, aber nie wirklich bis dato rausgekommenen Übersetzung des Shining Force 3, da wird es eh nicht so viel Gelegenheit geben, was zu machen. Und ich hole es mir mal, wenn ich mal wieder in die Stimmung komme, ein wenig zu strategieren, habe ich auf jeden Fall Dragon Force 2 hier in der japanischen Saturn-Version mit dabei. Ich kann kurz mal, Moment, ich hoffe, das Kabel reicht, aber ich hole mal kurz Dragon Force 1 aus dem Regal. Das Kabel reicht nicht ganz, ich muss die Kopfhörer ablegen. So, da könnt ihr euch mal den Vergleich anschauen. Das ist nämlich die US-Version von Dragon Force 1, noch übersetzt von Working Designs. Ihr seht, diese großen Riesenverpackungen gab es nur in den USA auf dem Sega Saturn und auf dem Sega CD oder Mega CD, wie es hierzulande bekannt ist. Und das ist natürlich gleich nochmal ein ganz anderer Schnack. Es kann durchaus sein, weil Working Designs hat immer unterschiedliche Designs auf die Discs gepackt. Ich habe jetzt das mit dieser Person hier drauf, die grünliche Disc. Ich weiß, bei Magic Knight Rares gab es viele verschiedene Sachen und das ist vom Aufwandlevel her, was reingesteckt wurde in Handbuch und alles drum und dran, noch umso, ja, schaut es euch an, große, farbige Handbücher, viel Texte mit Aufwand geschrieben, eine Karte mit dabei. Hier hinten scheint auch noch, da könnte ich Sachen ausfüllen und einschicken, wie mir es gefallen hat. Eines der selteneren Spiele mittlerweile, aber da wird man in der Qualität, wo ich es damals noch für zum Glück normalen Preis bekommen habe, jetzt wesentlich mehr los in dem einigermaßen vernünftigen Zustand, in dem ich es noch habe. Und ja, jetzt habe ich endlich das Companion-Stück zu dem US Dragon Force, noch das Dragon Force 2. Mein Saturn ist nicht umgebaut, aber es gibt ja die etlichen Emulatoren, die einigermaßen sauber funktionieren. Da werde ich dann Dragon Force 2 draufspielen, wenn es soweit ist. Und das andere Game, ebenfalls aus Japan, da gibt es keine Fanübersetzung dazu, ist auch kein westlicher Release geplant, aber der Name ist mir ins Auge gesprungen und das Konzept des Spiels, das soll man auch ganz gut ohne Japanischkenntnisse spielen können. Ein Spiel namens Götzendiener, ja? Ihr lest richtig, das steht in Deutsch Götzendiener drauf und ihr lest auch ganz richtig, wenn ich hier unten schaut, Gainax.
hat das Spiel produziert. Das ist das Anime-Studio, Entwicklungsstudio sozusagen, oder hat die Designs dazu beigetragen, die unter anderem Neon Genesis Evangelion dann hauptsächlich verantwortet haben. Und Götzendiener ist ein Spiel für die PC Engine oder TurboGrafx-16, wie man es nennen will, Super CD-ROM 2 für die CD-Anlage. Das Spiel selbst, ich habe es mir für knapp 8 Euro aus Frankreich bestellt, weil die Franzosen, die haben ja immer relativ viel Anime-Verbundenheit. Die Disc ist in Ordnung rausgekommen, ist es 1994. Das ist so ein isometrisches Action-Adventure. Das Handbuch ist ein bisschen weniger gut erhalten, aber who cares, ne? Für 8 Euro mal zum Spielen sollte es eigentlich ganz nett sein. Relativ dünn, aber man sieht vielleicht das Gainax-Artwork hier schon gut rausschimmern. Ein Action-Adventure aus der isometrischen Perspektive, wo man nicht den Helden, den männlichen Ritter oder sowas spielt, den man normalerweise macht, sondern man spielt die Prinzessin, die gerettet werden muss. Oder zumindest die Dame der Affektion. Das Spiel beginnt damit, dass ein Ritter, ja, der will eine Prinzessin befreien, ist ganz tief in einem Kerker drin und so wie es ausschaut, stirbt er anscheinend dabei oder schafft es nicht. Und die arme Prinzessin, gerade der Bösewicht besiegt, ist ganz alleine im Kerker und muss irgendwie wieder versuchen, rauszufinden. Und dann entsteht so, ja, aus diesem großen Schlossgebäude. Und sie muss sich, ja, vielleicht kann man es hier bei den Screenshots ein bisschen besser sehen, da unten in der isometrischen Perspektive, sie kann, glaube ich, auch nicht richtig kämpfen überhaupt, sondern muss dann ausweichen, sich verstecken und so weiter machen. Vom Konzept her schien mir das sehr interessant und da obendrauf noch dieser herrlich beknackte deutsche Name mit Götzendiener, der überhaupt wahrscheinlich gar nichts zu bedeuten hat. Das haben die Japaner früher ja ganz gerne gemacht, dann deutsche Wörter wie Stahlfeder, Ehrgeiz, Wolkenkratzer, das sind alle Spiele, die so erhältlich sind. Wachenröder, was ist ein Wachenröder? Da bin ich mir nicht mal sicher, was es ist, aber Götzendiener reiht sich in diese Reihenfolge mit ein und ja, ich werde es mir bei Gelegenheit mal anschauen, mein Interesse hat es das geweckt, es soll kein super gutes Spiel sein, also nicht dann, oh, der verlorene Klassiker, den noch nie jemand gesehen hat, ein bisschen kurz soll es sein und man hätte mehr aus dem Konzept rausholen können, aber es ist ein recht einzigartiges Konzept, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass du eben selbst Anfang der 90er oder Mitte der 90er, wo es rausgekommen ist, nicht nur auf die Standardkonzepte gehen musstest, wie der Ritter befreit das knapp bekleidete Mädel und dann ist alles gut. Nein, hier beginnt erst das richtige Spiel und auf die Art wurden auch noch nicht so viele Sachen gemacht. Okay, ja, das waren die beiden japanischen Dingses, die ich gekriegt habe. Zum Glück musste ich nicht zum Zoll oder zumindest Dragon Force auslösen, weil das direkt aus Japan gekommen ist. Wenn ich mal ein bisschen mehr über Strategie mache, wird Dragon Force und Dragon Force 2, die werden bestimmt auftauchen und über Götzendiener, wenn es passt, ich schaue rein. Vielleicht ist es ja was, wo wir auch ein kleines Video dazu auf dem Kanal oder bei twitch.tv/emp-de machen können. Pfiuh. Das soll es für die heutige Ausgabe von Ausgepackt gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, frische Sachen aus dem Regal oder vom Postboten für euch ausgepackt. Ich sage Tschüss. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.